Hallo und herzlich willkommen im Wald zu meiner ersten Fragestunde. Das wollte ich eigentlich schon ganz lange machen, aber bisher hat mich noch keiner was Nennenswertes gefragt gehabt. Und jetzt habe ich allerdings tatsächlich vier Fragen zusammen, dass es sich mal lohnt, ein kleines Ich beantworte Fragen zum Wald Video zu machen. Das wird es jetzt regelmäßig geben, wenn noch mehr Fragen kommen. Also jedes Mal, wenn ein paar Fragen zusammen sind, werde ich ein kleines Fragen-Videochen machen. Und das ist jetzt das erste davon. Und zwar, jemand, dessen Name mir gerade nicht einfällt, wollte gerne wissen, wie er denn sein Glockmesser richtig pflegt. Das hatte ich ihm zwar auch schon per Text unter seinen Kommentar beantwortet, aber ich dachte, ich zeige das nochmal ganz kurz. Also, Glockmesser kennen wir ja schon, ne? Habe ich ja schon mehrfach in Verwendung gehabt. Und Pflege, die im Übrigen auch gerade mal wieder nötig ist, ist eine recht simple Sache. Man braucht einfach nur irgendeinen Lumpen, in diesem Fall jetzt hier ein Tempo, es tut auch ein Stück Stoff, alte Unterhose, irgendwas. Und das hier, das nennt sich Ballistol, ist ein Waffenöl, das in dieser Form auch so seit 100 Jahren oder sowas auf dem Markt ist. Ursprünglich war es extra konzipiert eben als Waffenöl für die Wehrmacht damals noch, glaube ich. Jedenfalls sollte es das Universalöl des deutschen Soldaten werden, mit dem er erstens seine Waffe pflegen kann und zweitens sämtliche andere Ausrüstung pflegen kann. Und dabei rausgekommen ist ein noch universelleres Öl, als man eigentlich gedacht hat. Man kann damit sich die Füße einschmieren, damit sie geschmeidiger sind. Man kann es trinken, soll gegen diverse Magenbeschwerden helfen. Es ist eine prima Möbelpolitur, macht Leder geschmeidig, für Schuhe schon fast zu geschmeidig. Aber klassisch ist es ganz einfach ein Waffenöl. Man kippt es auf ein beliebiges Stück Metall. Reibt besagtes beliebige Stück Metall mit ein und beliebiges Stück Metall wird in nächster Zeit nicht rutschen und rosten, und falls es sich um ein Scharnier oder ähnliches handelt, dann geht der auch besser. Also das ist einfach, hat 7000 verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, kann man alles nachlesen, auch bei der Ballistol-Story, die werde ich hier unten auch mal kurz einblenden, ist ganz lesenswert, wenn man mal gar nichts anderes zu tun hat und auf dieses Öl steht. Schmecken tut es übrigens nicht und es riecht ein bisschen streng, aber ist gesundheitlich völlig unbedenklich. Also man kann es auch trinken und es ist lebensmittelmäßig verwendbar. So, das war dann diese Frage. Das war es übrigens schon. Also Messer ist damit wunderbar gepflegt, rostet nicht und bis zur nächsten Verwendung hält das dann auch. Angelegenheit von ein paar Sekunden. Jo. Dann will Mountainbiker 99 möchte gerne wissen, weil ich in meinem Vorstellungsvideo behauptet habe, der Förster würde sein Geld nur aus dem Holzverkauf verdienen. Ja, es ist so, der Förster verdient natürlich sein Geld nicht damit, dass er einfach Holz verkauft, sondern er wird schon von seinem Arbeitgeber, dem entsprechenden Forstamt, Forstbetrieb, Waldbesitzerverband oder ähnlichem, wo der einfach angestellt ist, wird er natürlich normalerweise bezahlt. Aber dieses Unternehmen, dieses Forstunternehmen, nennen wir es jetzt einfach mal, das wiederum verdient sein Geld, zu sagen wir 90% aus dem Holzverkauf, im klassischen Fall. Was noch ein bisschen Einnahmen bringt, ist die Jagd. Da nimmt man dann vielleicht nochmal 10% ein. Das hängt natürlich davon ab, wie viel man jetzt an Holz überhaupt einnimmt. Also wenn man jetzt viele Holzeinnahmen hat, dann macht die Jagd wenig aus. Wenn man ganz wenig Holzeinnahmen hat auf armen Standorten, zum Beispiel um Berlin, da sind die Wälder nicht besonders nährstoffhaltig. Die Böden sind recht arm. Kiefernwälder, da lässt sich nicht so wahnsinnig viel Geld mit verdienen. In solchen Fällen ist wahrscheinlich der Anteil der Jagd ein bisschen höher. Und dann gibt es noch so ein paar Sonderfälle, da verdienen dann die Forstbetriebe noch Geld dadurch, dass sie quasi einen Friedwald auf ihrem Territorium haben zum Beispiel, also einen Friedhof im Wald, wo man sich unterm Baum per Urne beisetzen lassen kann, und da, die Kirche verdient ein bisschen dran mit, weil da immer auch noch irgendwie ein Pfarrer oder ähnliches im Spiel sein muss, aber die entsprechenden Waldbesitzer bzw. das Unternehmen, dem halt eben dieser Wald gehört oder zur Bewirtschaftung unterstellt ist, verdient da ganz gutes Geld dran. Das spielt dann auch eine größere Rolle. Dann die nächste Frage war, ob man seinen Hund im Wald anleihen muss. Lässt sich so pauschal nicht beantworten. So ganz grob kann man sagen, in Süddeutschland nein, in Norddeutschland ja. Also nicht anleihen, also so gar nicht. Was völlig egal ist, ist in Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Sachsen, soweit ich mich jetzt erinnere.
Bei Baden-Württemberg und Bayern bin ich mir sicher, bei den anderen Dingern ja eigentlich auch. Alle anderen Bundesländer haben mindestens die Beschränkung, dass der Hund nicht in der Zeit, in der es Rehnachwuchs und sonstigen Hirschnachwuchs und jede Menge Nachwuchs im Prinzip im Wald gibt, dann muss der Hund angeleint bleiben. Das ist, glaube ich, so Mai, April. Ich weiß es nicht genau, was im Gesetz steht. Und dann gibt es noch die lustige Beschränkung, dass der Hund zwar unangeleint neben dem Herrchen herlaufen darf, aber nur auf dem Waldweg. Das ist auch in vielen nördlichen Bundesländern der Fall. Dann war noch die Sache mit dem Survival Martin, der ja aus dem Wald geworfen wurde, weil sein Hund nicht angeleint war. Gut, direkt aus dem Wald geworfen wurde er ja gar nicht, aber das lag daran, dass der gute Mann in Berlin wohnt und entsprechend wohl um Berlin rum im Wald war. Ob das jetzt noch Berliner Wald oder Brandenburger Wald ist, ist in dem Fall dann schon relativ egal, weil da gilt überall strikter Leinenzwang, außer in Bereichen, wo wirklich darauf hingewiesen wird per Schild, dass da dann kein Leinenzwang ist. Das heißt, dass halt da der Hund dann frei laufen darf. Ja, so viel dazu. Also das ist Ländersache, das hat mit dem Bund nichts zu tun. Inwiefern das jetzt sinnvoll ist oder nicht, den Hund tatsächlich anleinen zu müssen, da kann man sich streiten. In den Ländern, in denen er nicht angeleint ist, tut es jedenfalls den meisten Leuten nicht weh. Die Jäger leiden teilweise ein bisschen drunter. Man sollte vielleicht noch erwähnen, dass in jedem dieser Länder, wo der Hund frei laufen kann oder auch wenn er nicht frei laufen kann, ist der Jagdausübende berechtigt, den Hund zu erschießen, wenn der Hund irgendwelchen Wild nachstellt. Und ersichtlich ist, dass der Hund jetzt nicht vom Herrchen, aus der Kontrolle des Herrchens, des Besitzers, heraus ist, sozusagen. In dem Fall darf der Jagdausübende den Hund erschießen, weil der Hund dann ja dann quasi wildert. In der Theorie, in der Praxis passiert das äußerst, äußerst selten. Jäger haben ohnehin schon das Problem, dass sie einen relativ schlechten Ruf haben. Allein schon deswegen, weil es Jäger sind und sie Tiere töten, was ja per se schon mal böse ist. Und ja, der durchschnittliche Jäger will nicht unbedingt noch dafür sorgen, dass sein Ruf noch schlechter wird. Daher wird er sich hüten, irgendwelche Hunde zu erschießen. Das passiert mal ganz, ganz, ganz selten, dass das tatsächlich mal passiert. Aber ja. Also ich weiß nicht, also ich als Hundebesitzer, wenn ich ein Hundebesitzer wäre, würde mir darüber keine Sorgen machen und würde meinen Hund im Wald frei laufen lassen, in den Gegenden, wo es erlaubt ist. Wo es nicht erlaubt ist, ja, lassen wir es einfach mal so stehen. So, und dann noch die dritte Frage und letzte Frage für heute. Das war mit dem Wolf im Wald, wie ich dazu stehe. Ich stehe da folgendermaßen dazu, dass der Wolf ein wahnsinnig faszinierendes Tier ist und ich eigentlich auch schon seit frühester Jugend den Wolf unglaublich spannend finde und mein Vater mir auch schon ziemlich früh diverse Fachliteratur zum Wolf geschenkt hat. Die ist mittlerweile auch schon gar nicht mehr aktuell. Die Forschung hat da Mordsfortschritte gemacht, deshalb sind meine ältesten Wolfsbücher schon, ja, wissenschaftlich gesehen ziemlicher Blödsinn mittlerweile wieder, weil man da halt eben viel mehr weiter geforscht hat. Aber interessant ist es auf jeden Fall. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir mehr Wölfe in Deutschland hätten. Die Gefahr, Frage, ob jetzt der Wolf gefährlich ist oder nicht, damit setzt sich gerade der Sacki sehr intensiv auseinander. Das würde ich auch wieder mal hier unten noch verlinken. Finde ich ganz interessant, insbesondere eben die Sicht von einem Laien, dem Sacki. Das meine ich jetzt gar nicht böse, aber der kennt sich ja damit nicht jetzt beruflich oder sonst wie aus. Ich selber bin jetzt auch nicht der Wolfsexperte. Klar, wir haben den im Studio mal durchgenommen. Ich habe mich auch einiges angelesen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich täglich dem Wolf hinterher renne im Wald und ähnliches. Also ja, ja. Also ich würde mich freuen, wenn der Wolf wiederkommt. Dass der Wolf allerdings völlig harmlos für den Menschen ist, das halte ich für eine Übertreibung. Es kann schon mal sein, dass es da irgendwelche Situationen gibt, in denen der Wolf tatsächlich mal aggressiv werden könnte. Das ist aber auch wieder super unwahrscheinlich. Also muss man dazu sagen, wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich. Also selbst wenn man im Wald rumliegt und da tatsächlich wohnt als Bushcrafter. Das ist halt schon interessant, ob du jetzt in deinem Stadthaus wohnst und ab und zu nur mal in den Wald reingehst und da quasi zu Besuch bist oder wirklich im Wald wohnst in dem Sinne und da quasi schon ein Lebewesen bist, das sich regulär im Wald aufhält, was dann für den Wolf eventuell dazu führen könnte, dass du irgendwie anders wahrgenommen wirst als der Otto-Normalverbraucher-Mensch, der nach Deo stinkend und Ähnlichem einfach nur mal durch den Wald durchläuft, dazu noch wahrscheinlich laute Musik hört von Handyspeaker. Komischen Gummianzug trägt, weil er ein Jogger ist, ja, oder ähnliches. Könnt mir schon vorstellen, dass es möglicherweise sein könnte, dass der Wolf da irgendwie differenziert
und den Mensch, sofern er dann im Wald liegt und nichts tut, seinem Beuteschema, naja, zumindest mal drüber nachdenkt oder neugierig ist und mal vorbeikommt und mal guckt, was ist denn das jetzt für einer hier, der hier wohnt. Ich glaube, Nabu war es, habe ich mal kurz heute Morgen schnell mal nachgeschaut. Die meinen, dass der Mensch halt eben nicht ins natürliche Beutespektrum des Wolfes gehört, dass er von seiner Mutter bzw. seinen Eltern lernt als junger Wolf. Also sprich, die gehen mit ihm in den Wald und sagen, das da Hase, den kannst du fressen, das da Frischling kannst du fressen, das da Reh kannst du hervorragend fressen, da gibt's überall, die schmecken lecker. So nach dem Motto. Und das halt eben bei dieser Prägung der Mensch nicht vorkommt. Jetzt ist halt eben die Frage, inwiefern das so bleibt. Ein Wolf ist ein sehr intelligentes Tier, der ist lernfähig. Wenn der rausfindet, dass Mensch ganz einfach zu futtern ist, das ist aber ein sehr, 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 sehr unwahrscheinliches Szenario, weil halt Mensch sich dann doch meistens in irgendeiner Form zu Wehr setzt. Außerdem sind wir immer noch ein ziemlich großes Tier im Vergleich zu seinem sonstigen deutschen Beutespektrum. Also wirklich wahrscheinlich zu 80% Reh, bisschen Frischling vom Wildschwein, ausgewachsene Wildsau wird er sich nicht rantrauen, die ist viel zu wehrhaft. Außerdem gibt es genug Reh. Ich meine das mal tatsächlich sogar gelesen zu haben, dass er 80% Reh jagt in Deutschland. Oder halt ab und zu mal noch einen Hirsch, einen jüngeren oder ein älteres Sieh. Also die richtigen Hirsche, die mit Geweih, ne? Die sind wahrscheinlich auch schon wieder zu gefährlich. Es macht ja auch keinen Sinn, wehrhafte Tiere zu jagen, wenn er ganz einfach Reh haben kann. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass wir wirklich mal so richtig ins Beutespektrum geraten. Aber so einzelne Ausnahmen könnte es geben. Und gefährlich ist dann auch der Wolf, wenn er sich an Menschen gewöhnt hat und der Mensch nichts Abstraktes mehr für ihn ist. Und der dann tatsächlich einfach mal auf die Idee kommen kann, weil ja ganz normal, da einfach mal reinzubeißen. Blöder jetzt ausgedrückt. Trotzdem finde ich den Wolf toll. Und ja, aber wenn man im Wald wirklich direkt wohnt, ne, im Wald pennt und ähnliches, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es ein gewisses Risiko gibt, dass einem der Wolf gefährlich werden könnte. Jo, dann wie findest du raus, wo die Wölfe sind? Die sind in einem lustigen Streifen, ich blende dazu jetzt mal gleich noch eine Karte ein, die ich beim Nabu geklaut habe. Also wichtig, vom Nabu, nicht meine, und da unten stehen auch irgendwo noch die Quellenangaben, genau wem die eigentlich exakt gehört. Das sind so die Ecken, wo wirklich tatsächlich Wölfe unterwegs sind. In allen anderen Bereichen ist es super unwahrscheinlich, dass man da einen Wolf trifft. So, und dann hattest du noch gefragt, ob man da einen Förster um Rat fragen kann. Klar kann man, der freut sich wahrscheinlich, wenn er mal lustige Fragen kriegt. Ist ein bisschen aus dem Alltagsbrei, Einheitstagesablauf raus. Ja, also ich freue mich jedenfalls. könnt mir schon vorstellen, dass das geht. Das war ein komisches Tier. Habt ihr das gehört? Weiß ich nicht. Jedenfalls, das geht auf jeden Fall. Und wie findet man den Förster, der für den Wald zuständig ist, für den man sich interessiert? Das wiederum ist nicht so einfach. Also in Bayern gibt es einen lustigen Försterfinder. Den werde ich hier auch mal schon wieder einblenden. In Baden-Württemberg müsste man bei der jeweiligen unteren Jagd- bzw. Forstbehörde anfragen. In der Regel die untere Forstbehörde ist meistens auch die untere Jagdbehörde, das ist in der Regel gekoppelt. Das ist das entsprechende Landratsamt der großen Kreisstadt, zu der man gehört. Also, wenn man wissen will, welcher Förster für den Wald zuständig ist, für den man sich interessiert, dann muss man erstmal rausfinden, was das überhaupt für ein Waldtyp ist, beziehungsweise was für eine Waldbesitzart. Da gibt es den Staatswald, das ist so der normale Wald, der halt eben dem entsprechenden Land gehört, also dem Bundesland. Dann gibt es den Bundeswald, das ist tatsächlich Wald, der der Bundesrepublik gehört. Das sind in 80% der Fälle irgendwelche Truppenübungsplätze, wo halt Wald draufsteht. Ehemalige Truppenübungsplätze, wie zum Beispiel diese Wolfsreviere. Ja, oder sowas in der Richtung. Dann gibt es den sogenannten Körperschaftswald, das ist dann meistens Gemeindewald. Also irgendein Dorf, eine Stadt, eine Siedlung, was auch immer, hat einen eigenen Wald. Und das wäre dann ein Körperschaftswald. Und dann gibt es noch den Privatwald. Das heißt, irgendeine Privatorganisation oder Einzelperson hat halt eben auch noch mal viel Wald. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn es sich um irgendwelche Adligen handelt, die einfach noch Wald geerbt haben aus Zeiten, als ihnen noch ganz, 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 ganz viel davon gehört hat. Das wäre jetzt dann so ein Fall von Großprivatwald, gehört meistens irgendwelchen Adligen. Der Gloria von Thun und Taxis zum Beispiel, die hat einen ganzen Haufen Wald. Jo. Und wenn man eben weiß, was für eine Waldbesitzart man hat, muss man halt bei der entsprechenden Institution nachfragen, wie denn der entsprechende Förster heißt.
wenn man jetzt keine Ahnung hat, was für eine Waldbesitzart das jetzt ist, dann fragt man am besten die Polizei. Aber niemals unter 110 da anrufen, sondern unter der entsprechenden normalen Nummer, die im Telefonbuch zu finden ist. Oder man geht da vorbei und guckt vorher auf Google Maps am besten nach, welche Straße denn da so in der Nähe verläuft von dem Waldgebiet, für das man sich interessiert, und fragt dann bei der Polizei: Ich brauche den Förster, der zuständig ist, wenn denn der Straße B462 ein Reh überfahren wird oder so. Ne? Dann wissen die nämlich genau, wen sie anrufen würden, wenn sie die Meldung bekommen, dass an der B462 ein Reh überfahren wurde. Und das wäre dann der Förster, der im entsprechenden Wald zuständig ist. Also so könnte man es am einfachsten halten, geht wahrscheinlich am schnellsten. Ja, und besagter zuständiger Förster kann dir dann auch mit Sicherheit sagen, ob es irgendwelche Wölfe in der Gegend gibt oder nicht. Aber sofern das jetzt wirklich nicht irgendwo sehr nah an diesen ausgeschilderten Bereichen auf der Karte vorhin liegt, ist es super unwahrscheinlich, dass da nennenswerte Mengen an Wölfen unterwegs sind. Was es noch gibt, sind ab und zu mal Wölfe, die durchziehen. Die laufen einfach quasi durchs Gebiet und sind wieder weg. Es gibt ganz häufig, naja, ganz häufig ist übertrieben, aber ab und zu gibt es mal Wölfe, die quasi aus den Vogesen kommend einmal durch Deutschland und dann wieder nach Polen verschwinden oder andersrum. Oder aus den Alpen kommt oder halt von Norden, dann komplett durch, nach Süden weg, hat es auch schon gegeben. Aber von denen kriegt man nichts mit, die sind quasi nur auf der Durchreise. Die mampfen zwischendurch mal einen Hasen oder mal ein Reh und sind dann wieder verschwunden und meiden alles, was irgendwie nach Mensch aussieht. So, jetzt habe ich aber genug gelabert. Ist wahrscheinlich ewig wie lang geworden schon wieder. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Und ja, das wird es jetzt in Zukunft immer geben, wenn mich irgendjemand was fragt. Macht's gut. Ciao.